Heute ist sagenhafter Harz in Bad Harzburg und wir stehen hier an der Harzsagenhalle und der Herr Pfleger hat sich Zeit genommen, uns einmal in die Geheimnisse der Harzsagenhalle einzuführen. Wir sind also gespannt, was uns erwartet. Schönen guten Tag, Herr Pfleger. Ja, guten Tag, liebe Besucher. Hinter diesem Vorhang verbirgt sich ein hölzerner Schrein aus Eichenholz. In diesem Schrein befinden sich 14 Szenenfenster. Dort sind dargestellt mit 125 Marmorfiguren Szenen aus Harzer Sagen und Mythen, erschaffen 1932 von Vater und Sohn Eduard und Franz Bergmann aus Goslar. Das Ganze hat damals 30.000 Goldmark gekostet. Wir, die Bad Harzburg Stiftung, haben vor im Jahre 2009 den Schrein gestiftet bekommen, mit der Maßgabe, ihn, nachdem er mehrere Jahrzehnte lang in Vergessenheit geraten war, der Bevölkerung und den Gästen Bad Harzburgs wieder zugänglich zu machen. Ich öffne jetzt einmal und beleuchte ein Highlight dieses Schreins, die Hexen, die am Walpurgisabend auf dem Hexentanzplatz sich sammeln, um dann auf den Brocken zu fliegen, um dort den Teufel zu huldigen und den Frühling einzuläuten. Eine wunderschöne Darstellung der Walpurgisnacht. Viele verschiedene Sagen könnt ihr euch hier ganz detailgetreu anschauen. Euch sogar ein kleines Büchlein erwerben. Diesmal nicht vom sagenhaften Harz, sondern direkt für und von der Stiftung. Und natürlich gibt es hier viel mehr zu sehen als die Walpurgisszene. Aber das schaut ihr euch selber an. Hier auf dem Burgberg jeden Sonntag 14 bis 16? Von 14 bis 16 Uhr. Von 14 bis 16 Uhr. Vielen Dank, Herr Pfleger, für diese wunderbare Zeit mit Ihnen. Besuchen Sie uns.